Kaum kommt das Auto auf die Hebebühne, wird's in der Regel teuer. Wo also stimmen Preis und Leistung? Das wollen wir wissen und stellen Freie Werkstätten, die Werkstattkette ATU und markengebundene Vertragswerkstätten auf die Probe. Bekommen wir Qualität oder will man unnötig reparieren und abkassieren? Unsere Lokvögel Pia, Dominik und Heike fahren 3 Autos zur Inspektion in insgesamt 9 Werkstätten. Experte Peter Milius begleitet den Test. Frühere Tests zeigten eindeutig, dass Arbeiten durchgeführt wurden, die gar nicht notwendig sind. Also kann man den Werkstätten überhaupt vertrauen? Und das testen wir. Und finden Sie wirklich alle Mängel? Peter Milius baut ein paar Fehler ein, die bei einer Inspektion unbedingt auffallen müssten. Der rechte Scheinwerfer wird extrem nach unten verstellt und das sollte jede Werkstatt sehen. Zudem schneiden wir ein Wischblatt ein. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber es kann wirklich zu einer großen Gefahr kommen, wenn man nichts sieht. Und jetzt verstellen wir noch die Spritzdüsen der Scheinwerferanlage. Die sind sehr wichtig, damit das Wasser auch richtig bei jeder Geschwindigkeit auf die Scheibe trifft. Noch einmal bitte. Ja, hier sehen wir ja eindeutig, dass das Wasser über das Fahrzeug hinausspritzt. Das ist falsch eingestellt und das muss eine Werkstatt sofort erkennen. Dazu korrigieren wir auch alle Füllstände. Keine Werkstatt sollte uns beispielsweise ein Frostschutzmittel in Rechnung stellen. Dann noch die versteckten Kameras in Position gebracht und schon kann unser Fachmann sehen, was passiert. Los geht's. Unsere Lokvögel machen sich auf den Weg. Pia steuert zunächst eine ATU-Werkstatt an. Hier soll die Inspektion nach Herstellervorgaben 199,99 Euro kosten, inklusive Ölwechsel. Die Annahme des Autos verläuft überraschend kurz. Was wird gemacht? Eine Inspektion, aha, alles klar, gut, bitte Schlüssel hier lassen, fertig. Die Mechaniker machen sich gleich über den Ford Ka her. Wichtig bei der Inspektion ist auch das Inspektionsdatenblatt. Hier kann ich genau erkennen, was hat der Monteur am Fahrzeug gemacht, was wurde korrigiert, was ist eventuell noch defekt. Das ist sehr wichtig, dass die Werkstatt sowas ausdruckt und dann kann die Werkstatt auch selber sehen, was muss ich am Fahrzeug machen. Bei ATU kennt man das Datenblatt ganz offensichtlich. Der Luftfilter wird jedenfalls wie empfohlen sofort ausgetauscht. Jetzt prüfen Sie das Licht und stellen es auch ein. Das ist schon mal ganz gut. Mit dem Spritzwasserproblem setzt man sich sogar hautnah auseinander. Und der kaputte Scheibenwischer? Scheibenwischer haben Sie jetzt nichts zugesagt. Ein kaputtes Wischblatt nicht korrigiert, das gibt Punktabzug. Dafür wird der Wagen einmal durchgesaugt. Ah, guter Kundenservice. Besonders positiv, Pia werden keine Extras angedreht. Dafür entfällt die Probefahrt. Darunter versteht man bei ATU wohl nur die Fahrt aus der Werkstatt. Eine Probefahrt ist sehr wichtig, denn da kann man wirklich feststellen, ob alles in Ordnung ist. Zu den 199 Euro kommt übrigens noch der neue Luftfilter hinzu. Endpreis 238,29 Euro. ATU die zweite. Auch Dominik hat mit seinem Seat hier den ersten Termin. Ich hatte ein bisschen Wartezeit, zunächst mal, bis ich drangekommen bin. Dann aber geht's zügig los. Das verstellte Licht ist schnell gefunden. Auch der Scheibenwischer. Mit der Spritzwasserdüse dauert es dafür diesmal ein bisschen länger. Aber man gibt nicht auf. Ja, ist schon manchmal eine knifflige Arbeit. Am Ende aber mit Erfolg. Ah, jetzt prüft er die Batterie. Und das gehört auch zu einer ordentlichen Inspektion dazu. Und für die 199 Euro gibt es diesmal auch eine Probefahrt. Ich habe über alles einen Ausdruck bekommen und alle Kleinigkeiten, die gefunden worden sind, wurden auch dokumentiert. Das ist für mich wirklich insgesamt eine gute Arbeit. Und Lokvogel Heike mit ihrem Fiat Panda? Auch ihr Wagen wird bei ATU ohne lange Wartezeit in die Werkstatt gefahren. Ein kritischer Blick und schnell hat der Mechaniker das kaputte Wischblatt und die verstellte Spritzdüse erkannt. Doch eines übersieht er. Dem Licht ist mir gar nichts gesagt worden. Ja, der Mechaniker meint, das Licht ist noch innerhalb der Toleranz. Aber es ist völlig verstellt, es ist außerhalb der Toleranz. Trotzdem für 199 Euro immer noch ein zufriedenstellendes Ergebnis. ATU hat sich also gut geschlagen. Als nächstes sind die freien Werkstätten dran. Wieder macht Pia den Anfang, wird freundlich begrüßt. Dann sind wir sehr kurz nur durchgegangen, was gemacht werden soll. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, er war in Eile, in Hektik. Und genau so sieht dann auch die Inspektion aus. Ja, der
huscht da wirklich dann nur darüber und findet keine unserer Fehler. 10 Minuten später war der Wagen auch schon fertig. Ich konnte eigentlich wieder fahren. Es war soweit alles in Ordnung. Von wegen. Diese Inspektion hat den Namen nicht verdient. Peter Milius sucht Antworten. Doch vor der Kamera will man sich nicht äußern. Der Chef räumt lediglich ein, schlampig gearbeitet zu haben, weil ihm wegen Krankheit das Personal fehle. Aber dann darf ich solche Arbeit nicht annehmen. Sicherheitsrelevante Dinge wie Scheinwerfereinstellung oder der Scheibenwischereinstellung und die Spritzdüsen wurden gar nicht kontrolliert oder gar nicht wieder repariert. Und so darf ein Auto eine Werkstatt nicht verlassen. Ein Desaster. Dominiks Termin bei einer freien Werkstatt kann da eigentlich nur besser werden. Ich musste kaum warten und wurde direkt freundlich begrüßt. Das Licht wird direkt eingestellt, genauso wie die Spritzdüse. Für insgesamt 180 Euro bietet diese Werkstatt eine Inspektion, die alle Fehler findet. Da kann man wirklich nicht meckern. Guter Service. Die Ehre der freien Werkstätten scheint wiederhergestellt. Schauen wir, wie das bei Heike aussieht. Nach wenigen Minuten geht's schon in die Werkstatt. Man scheint zügig loslegen zu wollen. Da schalte ich ja nur die Lichter durch, aber stellt gar nichts ein. Gesprüht wird hier, ein bisschen dort. Ansonsten scheint der Begriff Inspektion ein Fremdwort zu sein. Er zuckt die Schultern, er weiß gar nicht, was er machen soll. Bin gespannt, was kommt. Ah, Öl. Kontrolle? Ach, so schnell geht ja gar nicht. Also was da gemacht worden ist, ist gar nichts. Er hat mir dann gesagt, dass das Auto gecheckt worden wäre. Der Wagen wäre auf der Bühne gewesen und der Wagen wäre eigentlich top in Ordnung. Eine dreiste Lüge. Peter Milius stellt den Chef zur Rede. Der ist fassungslos über die Schlamperei seines neuen Mitarbeiters. Fahrzeug muss auf die Hebebühne, das Licht muss durchgeschaltet werden, die Scheinwischer müssen geprüft werden und so weiter und so fort. Aber alle diese Dinge wurden nicht getan. Er kann sich das selber nicht erklären und der Mitarbeiter ist leider heute nicht da. Aber die Arbeit war ungenügend. Also, auf zur Markenwerkstatt. Pia macht den Anfang. Als ich ankam, bin ich eigentlich direkt dran gekommen. Mir wurde auch erstmal ein Kaffee angeboten. Und dann sind wir kurz durchgegangen, was gemacht werden soll. Und schon kann's losgehen mit der Inspektion. Der Lichtfehler wird schnell gefunden und abgestellt. Öl, Luftfilterwechsel, alles genau nach Herstellervorgaben. Scheibenwischer und Spritzwasserdüse, kein Problem. Ein guter Rundum-Service. Hier sieht man genau, was sie geprüft haben und was sie festgestellt haben. So muss es wirklich sein. 350 Euro stehen bei Ford am Ende auf der Rechnung. Kein Sonderangebot. Aber Qualität. Und wie sieht das bei Seat aus? Die Annahme verlief zügig. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vor allem, weil mir angeboten wurde, direkt zum Fahrzeug zu gehen und das Fahrzeug mal von unten zu sehen. Direktannahme, Dialogannahme finde ich sehr gut. Denn hier kann man sofort erkennen als Fahrzeughalter, was ist kaputt. Es wird genau erklärt. Mit vollem Einsatz geht's zur Sache. Er hat mich auf die Scheibenwischer hingewiesen. Und auch alles andere wird gefunden. Guter Service für gerade mal 220 Euro. Der Mitarbeiter hat auf keine Art und Weise versucht, mir Sachen zu verkaufen oder anzudrehen. Bleibt noch die Fiat-Vertragswerkstatt. Und auch hier erleben wir Arbeit auf hohem Niveau. Mit den Scheibenwischern haben die sofort direkt zu Anfang schon gesagt. Und auch die anderen Problemzonen des Autos haben die Monteure schnell im Griff. Ah, hier sehen wir, der arbeitet auch mit dem Tablet und arbeitet die Herstellervorgaben genau ab. Für insgesamt knapp 230 Euro wird Heike die Inspektion am Ende noch mal genau erklärt. Ich würde sie als kompetente, freundliche, zuverlässige Werkstatt bezeichnen. Unser Fazit? Gewinner sind die Markenwerkstätten. Ob Ford, Seat oder Fiat, die Qualität war stets tipptopp. Sie sind zwar am teuersten, doch mit Preis und Leistung waren wir zufrieden. Die Werkstattkette ATU hat sich im Vergleich zu früheren Tests verbessert. Hier bekamen wir zweimal gute und einmal eine sehr gute Leistung zu einem fairen Preis. Schlusslicht sind die freien Werkstätten. Zwei haben statt einer Inspektion nur einen oberflächlichen Check gemacht. Nur eine Werkstatt konnte wirklich überzeugen. Zwar billig, aber zweimal mangelhaft. Für so eine Leistung ist dann jeder Euro zu schade.